Jo Leute, willkommen zur nächsten Folge von Snow Village 5, heute mal mit Lukas tatsächlich, moin. Moin. Ja, und Reis ist auch dabei. Dankeschön. Genau, nee, aber wir wollten jetzt mal so ein bisschen die Fortschritte zeigen und Lukas einweisen quasi, nachdem er ja lange nicht dabei war, aber... Warte, Lukas, können wir dich kurz zu uns mit hinnehmen, wir zeigen mir kurz den Stadtrund, gell? No. Moment. Ich sehe schon, hier ist ein neuer Weg entstanden. Sieht schon mal ganz nice aus mit den Laternen, vom Design her. Naja, müssen wir nur noch dann zu meinem Grundstück eben so bauen, denn soll ja ein bisschen so alles angebunden sein, sicher. Also bisher ist wirklich jetzt, Lukas sind jetzt erst noch vier mit Teilnehmer, die anderen kommen jetzt erst noch. Weil ja. Ich auch erst gestern gestartet. Ja, wir machen das einfach nach und nach. Also ich wollte jetzt auch mal Erwi anschreiben. Dafür, dass es gestern erst gestartet ist, ist es hier aber schon in vielen Standen, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Vorgestern, aber trotzdem eigentlich. Achso, ja, okay. Stimmt. Ja gut, Jenny hat noch nichts gebaut, aber er hat trotzdem hier schon viel gefahren. Ja, ich war gestern ja auch mal hier und da war noch ein bisschen weniger, also er scheint auch... Was halt geil ist, Lukas, ich hab dir so einen Adventskalender gegeben, wenn du ein Grundstück hast, häng ihn auf, weil ab dem 1. Dezember kannst du, jeden Tag kannst du da was rausbekommen. Na. Das ist geil. Auf jeden Fall besser, als jeden Tag auf Gomme joinen zu müssen dafür. Ja. Naja, mal gucken, ja. Wo wir jetzt noch ein Grundstück finden, aber warte, wir gehen erstmal zu dir, Reis, wenn du noch da was gemacht hast. Ich war schon da, hinten, gestern... Da hat's ja bereits so ein Feld und diese Schweine, so, schon mal übelst viel Gitarre formt. Besser als nix, gell? Hat's da auf jeden Fall einiges vor, wie's aussieht. Ja, was mich bis halt jetzt nur wirklich nur krass verwirrt, ist halt, wir haben ja Deko-Craft, ne? Ja. Die Deko-Bench ist irgendwie nicht dran. Ach so, echt? Ja, das... Ich guck mal rein, ich wollte die mir craften und wollte anfangen Deko-Bench zu machen, so ein Weihnachtsbaum und so, das ist einfach nicht dran. Hä, hey, aber das ist echt weird. Das hat ja neulich Shandy schon mal angemerkt und das müsste eigentlich nicht so sein. Vielleicht können wir irgendwie eine Mod noch hinzufügen oder sowas. Ich weiß ja nicht, was da geht in der Sache hier. Also Shandy kann ja sicherlich... Also ich hoffe auf jeden Fall, er fixt es nochmal. Ah, dann müssen wir natürlich wieder alle das updaten. Na gut, das ginge auch. So, na dann würde ich sagen, guck mal erstmal, wo noch was frei ist. Ich weiß nicht, ist schon irgendwo... Am besten, guck mal, da ist der Spawn, ne? Mhm. Ich baue hier, Shandy baut da, Sig baut da. Am besten wäre es, wenn Lukas hier nicht schon irgendwo hingeht. Ich wollte hier in der Schlucht bauen. Warte, wir gucken mal. Ah ja, okay. Ach so, hier, ja, doch, das geht klar. Weil das hat Potenzial, Terra zu formen und... Ja klar, ich bin eh hier oben auf dem Berg, ja, dann bau halt hier, das geht auch klar. Dann rotzen wir hier später irgendwen anders hier rüben hin. Na klar. Da kann er dann Reineck bauen oder so. Oder wir verkaufen Sig sein Haus. Oder da kommt der Weihnachtsmarkt hin. Direkt, weil da hier vom Spawn ist auch so eine Schlucht, da machen wir den Weihnachtsmarkt am besten einfach hin. Ah ja, okay. Ja, jetzt machen wir es wegen Craft-Pack. Theoretisch müssen wir mal ein paar Bäume und so fällen in der Umgebung, damit wir uns besser orientieren können. Boah, ich hab schon voll viel geterraformt. Ich will erstmal nichts mehr sehen von Bäumen abbauen und so. Naja, ich weiß, aber ich werde mich da mal ranmachen, ne? Wie ist das mit deinem Adventskalender? Kann nur ich den nehmen oder kann auch andere an den dran gehen? Ich glaube, da kann jeder dran. Ach so. Also quasi kann ich dir den 1. Dezember klauen, so gesehen. Ja, deswegen halt gucken, dass du den... Aber ich würde sagen, wenn es jetzt keiner auf ekelhaft macht, dann wir halten uns da schon alle dran. Ja, ne. No. Ja, ich frage jetzt nur so aus. Ja, aber ich kenne die Mod nicht. Ich kenne jetzt nur gesagt, ich glaube, aber das kann man klauen. Ich könnte es noch nicht rausfinden, weil von der Mod das ist halt doch so eigentlich, dass man erst ab 1. Mal was öffnen kann. Na, es könnte auch sein, dass es auf den Spieler gelockt wird, der es als erstes nutzt. Das wäre das kann Beste. Auch sein. Ja, werden wir sehen. Ey, aber ich muss wieder so lachen. Weißt du, Snow Village 5, Warnick schreibt auf einmal hier Strommods rein und so. Oh nein, ja. Ist halt wieder typisch, ne? Ach und warte, ich schick dir ganz kurz einen Screenshot, Sig. Hm. Shandy fragt ihn heute, ob er kommen will, er schreibt so, ja, ich komme, wollt ihr auf All the Mods 8 kommen? Oh, ja, genau. Was ist das, hä? Aber jo, ich komme morgen wieder. Ja. Ich wollte mir hier Lukas einweisen. Dann macht's gut, Jungs, gern, ciao. Okay, ja, noch schön, hau rein. Doch. Ich muss nur mal ein bisschen die Uhr am Auge behalten. Naja, klar, gell. Naja, weil verschlafen ist halt echt scheiße. Wenn der Zug weg ist, ist er weg. Oh ja, oder nein, mit dem nächsten geht's dann nicht mehr. Nee, wird's nicht schaffen. Naja, das ist immer blöd, vor allem wenn die dann Verspätung haben. Ja, das wäre nicht schlimm, da hole ich mir hier beim Schalter so eine Verspätung hier. Ach so. So wie, ich sag jetzt mal Quittung. Hm, ne. Das ist gut, kann ich hier nichts für. Naja, wie gesagt, also ist mir dann auch Rille. Ich nehme nicht nur den nächsten Zug, da kommt glaube ich eine Stunde oder eine halbe Stunde früher. Naja, die kann ich auch noch am Nest verbringen. Ja, ne. Na, was ich immer scheiße finde, es fährt ja ein Zug früh leer zurück. Das ist auch so dumm. Da könnte einfach um 9 mit Passagieren fahren, aber nee, der fährt dann irgendwie schon um 7.30 Uhr leer. Hinter einem anderen so hinterher.
Das wird doch so richtig dumm geplant, keine Ahnung. Abelio, gell? Ah, ich weiß nicht, ich halte auch nicht von dem Konzern. Na, die haben schon den ganzen Sommer Probleme. Das Ding ist ja auch, die sind fast pleite gewesen. Die wurden dann noch irgendwie gerettet. Also die hatten ja fast Insolvenz oder so. Ja, das wundert mich auch nicht, also langsam. Ja, das war schon immer so auf Messerschneide, also die haben jetzt auch irgendwie wieder Streckennetze abgeben müssen, also teilweise, und das wird dann doch wieder von anderen übernommen in ein paar Jahren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für Deutsche Bahn hatte ich bisher noch nie Probleme, ne? Naja gut, das aber... Das ist wirklich nur Abelio, mit denen ich immer Probleme hatte. Die Deutsche Bahn fährt ja hier zum Beispiel auch schon seit 2018 nicht mehr, also das ist schon eine ganze Zeit her. Aber da lief's auch. Ich weiß nicht mehr, also ich hatte jetzt nicht im Kopf, dass es so schlecht war wie jetzt. Aber damals bin ich halt auch kaum gefahren noch. Nein, ich auch nicht. Deswegen hat man nicht den Vergleich. Von mir war gerade ein Schneemann mit Geschenken, der ist explodiert. Ja, naja, ich weiß nicht, die explodieren immer mal gerne hier in dem Modpack. Machen irgendeine Scheiße, die Schneemänner. Da kannst du ja auch auslösen, dass Raids entstehen, das hat der Rize heute. Und zwar kommen dann irgendwie 50 Stück, wenn du so ein bestimmtes Item, was die droppen, aktivierst. Kann auch anstrengend werden. Richtig, auf jeden Fall habe ich ein Ziel vor Augen, keinen Tod zu machen. Ja? Okay. Ja. Mal sehen, wie lange es hält. Also bei mir ist es ja immer so eine Sache, ne? Wenn ich mir sowas vornehme. In Tiny Aura 6 habe ich mir das auch vorgenommen, aber ist dann auch relativ schnell passé gewesen. Ich hab's gerade zu dir gesagt, gell? Ja. Also neben mir explodiert ein Creeper, ich hab halbes Herz. Ach nee. So schnell. Ja, vielleicht müssen wir mal hier Nacht überspringen. Mit Time-Ed. Weil wir haben ja beide noch kein Bett da. Vor allem kein pinkes, ne? Das ist ja wieder so ein Thema. Das ist richtig. Achso, ich hatte dich mal nach Fackeln gefragt oder Kohle. Ah ja, stimmt. Na, ich komme mal rüber. Ich habe nämlich gerade noch Kohle hier übrig. Das wäre echt nicht schlecht. Ja. Ich bin da in dieser Mine drin, weil ich bin jetzt auf der Suche nach Eisen. Ja, na, warte, ich mache dir vielleicht mal eine Kiste, wo das reinkommt. So als erstes Adventsgeschenk. Ja. Na? No. Ich dachte gerade, es ist Eisen dabei, es stört. Na, dies Jahr ist schon Früh-Advent, gell? Nächstes Jahr ist dann der spätestmögliche Termin, am 2.12. oder sowas. Ne, 3.12. Ich hab das gar nicht realisiert. Ja, gell. Weil man ist halt echt nicht gewohnt so früh. Ich stehe früh so auf einmal alle so in der Story. Schön ersten Advent, ich so, Leute, wir haben November. No. Vor allem, wenn dann noch eine WM läuft, da hat man so gar nicht Adventsstimmung. Nee, überhaupt nicht, aber ich guck die nicht. Ja. Ich tu mir das nicht an, dass diese Streiterei und alles, ne. Nee. Naja, ich meine, das hat ja jetzt erstmal nichts mit den Spielen zu tun. Sicherlich vor 10 Jahren, gell, oder 12 Jahren haben die ja entschieden, dass es in Katar sein muss. Na, ist halt so eine Sache mit den Menschenrechten da, mit 15.000 Leuten, die da gestorben sind beim Bau. Sollte dringend vermieden werden, dass sowas entsteht. Und dann auch, dass sie ihre Pässe abgeben müssen, die Gastarbeiter, und da gezwungen werden zu arbeiten und sowas. Richtig. Naja, auch so, Politik hat auch selber so nichts im Fußball verloren. Ja. Ich meine, dass mir die Binden hin oder her ist, wie aber das verbieten. Naja. Ich weiß nicht. Das ist halt immer so ein Zeichen setzen und irgendwie bringt's halt nichts, ne? Die hätten. Nee, es ist einfach nur. Entweder sie fahren nicht mit, setzen dann wirklich ein Zeichen, oder sie lassen's, ne? Aber sowas ist dann immer so fraglich, ob. Keine Ahnung, da regen sich halt nur mehr Leute auf und das hat dann nur negative Effekte meistens. Auch wenn mich persönlich das nicht weiter stört, also ich kann das schon trennen von dem Fußball gucken. Das ist, und, ja. Ist mir zu blöd, hieß ich auch. Ich habe auch keine Zeit, das zu gucken. Naja klar, also bei mir war es ja auch neulich, da war ich auf Arbeit beim ersten Deutschlandspiel, da konnte ich auch nicht jetzt hier das verfolgen alles. Mhm. Ich werde da auch immer mal nur so nebenbei reinschauen, jetzt nicht so wie sonst. Gerade weil es auch Weihnachten ist und alles. Ja, die Fanartikel, die werden sie auch nicht los, gell? Ja, stimmt. Und dann mussten sie Fans kaufen, die dort Platz nehmen. Und dann sind die alle in der ersten Halbzeit schon gegangen. In der zweiten Halbzeit gab's weniger. Ja, weil das einfach nur noch kurios ist hier. Die waren immer so gut und jetzt haben die so nachgelassen nach den Jahren. Naja, schon seit 2018 sind die übel schlecht immer. Die kommen gerade so mal über die Vorrunde hinweg. Also bei der EM war's jetzt mal. Wer weiß, ob sie es jetzt wieder schaffen. Und naja. Wichtig. Da ist die Schweiz schon besser, ne? Die legen wenigstens mal vor. Die haben ja jetzt schon das erste Spiel gewonnen. Und das schafft Deutschland mittlerweile nicht mehr. Die verlieren immer das erste Spiel. Und das ist natürlich aus psychologischer Sicht auch ein Dämpfer, so. So, na, da mache ich mal ein bisschen weiter. Ach so, ich habe schon wieder vergessen, dir das zu geben. Das ist gut, ich habe jetzt Fackeln. Ich habe eine coole Art gefunden. Ach so, ja. Na gut, ich habe auch dein Grundstück nicht gefunden. Das war der eigentliche Grund. Vorhin habe ich schon mir gemerkt, aber als ich jetzt nochmal nachschauen wollte, da war es nicht mehr. Als wäre es despawned oder so. Naja, das ist immer am Anfang ein Problem, sich erstmal zurechtzufinden, finde ich. Richtig.
Ah, ich werde mal hier nach und nach auch im Tal das wegreißen. Ich glaube, hier wollte er den Weihnachtsmarkt hinmachen. Das wäre nämlich für mich jetzt eigentlich ein guter Spot. Er wird dann wahrscheinlich nächste Woche am zweiten Advent oder so der Eröffnung sein, schätze ich mal. Okay, warte, ich kann dir Eisen geben oder so, wenn du brauchst. Und ich glaube, sowas wie diese Plätzchen, das hat man am Anfang auch verteilt an alle. Dann hole ich dir das mal aus dem Creative oder so. Also hier wegen mir 64 Zuckerstangen, dann die Dinger. Okay, ich sehe schon, ich bin alleine mittlerweile. Ich glaube, er muss jetzt langsam off. Dann würde ich auch noch ein Thumbnail davon machen. Oh nein, scheiße. Naja, vielleicht kann ich mir aus dem Video ein Thumbnail holen. Ich hatte ja schon F1 gerade aktiviert, als ich hier das machen wollte. Naja, dann machen wir es eben so. Und das Holz hole ich mir mal, bevor es despawnt.